Hallo und willkommen. Ich wollte eigentlich mit meiner Serie über die Islam-Werbebroschüre weitermachen, aber dieses Video hier, naja, das hat erst meine Aufmerksamkeit und dann mich erregt, weil es so unsagbar schlecht gemacht ist, so wenig durchdacht wurde, extrem beleidigend und einfach nur falsch ist. Der Titel ist: Ist Atheismus die Wahrheit? Vom Ach-So-Kanal. Und das ist schon grausam. Wie kann ein Titel oder eine Bezeichnung wie Atheismus, wie kann das gleich Wahrheit sein? Was soll das? Der Betreiber des Kanals, Ach-So-Kanal, Klaus, der kann doch jederzeit bei uns, also bei Atheismus TV, vorbeikommen und sich informieren. Da gibt es doch für diese gewollte Ignoranz und grenzenlose Arroganz keine Entschuldigung mehr. Es gibt doch eine Möglichkeit, sich zu informieren. Oh Mann, Wahrheit. Wahrheit ist und bedeutet die Übereinstimmung mit der Realität. So, ist doch ganz einfach. Kann ein Fahrrad die Wahrheit sein? Wohl kaum. Kann Fahrradfahren die Wahrheit sein? Wohl kaum. Das Wort Wahrheit bezieht sich stets auf etwas Konkretes, also eine Aussage oder Behauptung. Und hier sind ein paar Beispiele. Das Wort Wahrheit kann also nie für eine Gruppierung benutzt werden, eben wie Fahrrad oder eine Sammlung von Ideen, wie Islam oder Christentum. Ich sehe, gleichzeitig ist hier die Konsequenz, wird hier sehr schnell sichtbar, ne, was aus der fehlerhaften Benutzung einer Ismus-Endung für die Bezeichnung etwas nicht zu glauben, was dabei rauskommt. Apologeten sind aber weder so ehrlich noch so zimperlich, das genau zu nehmen und das mal zu recherchieren. Also gibt es diese idiotischen Wortschöpfungen wie Atheist oder Atheismus, weshalb ich diese ja auch bekannterweise ablehne. Wenn ich aber das Wort Atheismus analysiere, dann muss ich doch sofort erkennen, dass es die Verneinung des Theismus ist, also eine Reaktion. Da ein Glaube nicht die Wahrheit sein kann, ist demnach auch die Ablehnung dieses Glaubens keine Wahrheit, da ja keine Behauptung gemacht wird. Das muss doch, ich weiß nicht, das muss doch jedem klar sein. Aber ich schätze, dazu muss man halt ehrlich sein. Und Klaus vom Ach-So-Kanal ist, naja, nicht so richtig gebildet, was Menschen ohne Götterglauben angeht, und auch nicht ehrlich genug, sich vorher zu informieren. Naja, und da kommt dann halt so ein Schwachsinn bei raus. Da muss sich auch keiner mehr wundern. Aber nochmal zum Mitschreiben. Mensch plus Götterglauben ist gleich Theist, also ein Mensch, der an Götter glaubt. Und Mensch ohne das alles ist einfach nur ein Mensch. Du kannst doch nicht sagen, ich bin Fahrradfahrer, also Mensch plus Fahrrad ist Fahrradfahrer und ein Mensch, der nicht Fahrrad fährt, ist ein Nicht-Fahrradfahrer. Nein, ist einfach nur ein Mensch oder Fußgänger. Aber doch nicht ein A-Fahrradfahrer, das gibt's doch nicht. Genauso wenig wie es gibt einen Rassisten, aber es gibt keinen A-Rassisten. So einfach ist das doch. Macht der Mensch ohne Götterglauben irgendwelche Aussagen oder stellt dieser Behauptungen auf? Nein, es ist nur eine Reaktion. Hat der Mensch ohne einen Götterglauben irgendeinen Bezug zu Kosmogonie, Evolutionsbiologie oder Neurologie? Nein, null, es ist nur eine Reaktion auf eine Behauptung. Und der Mensch als Neurologe kann Aussagen zur Neurologie machen. Aber wenn man ihn als Atheisten fragt, dann kann der nicht in seiner Einstellung zu Göttern irgendetwas behaupten über Neurologie. Oder wenn ich einem Neurologen etwas frage über, weiß ich nicht, über einen Fachbegriff aus der, weiß ich nicht was, aus dem Bauhandwerk, das kann der doch nicht wissen. Genauso wie ein Atheist nur eine einzige Äußerung macht und das ist: Nein, ich glaube nicht, was ein Theist glaubt. Nein, ich lehne die Behauptung ab, dass es Götter gibt, weil es nicht belegt ist. Mehr ist da doch nicht. Ein Atheist
ist eben genau das ein Mensch, der unbelegte Behauptungen von Theisten ablehnt. Eben der Atheist. Und sonst nichts. Ist das denn so schwer zu kapieren? Also, ein Atheist stellt keine Behauptungen auf. Als Mensch schon. Wenn ich Neurologe bin, dann stelle ich natürlich Behauptungen auf, aber eben nicht in meiner Funktion oder in meiner Eigenschaft oder was immer, wie man das jetzt nennen will, als Atheist. Der Atheist sagt also nicht, es gibt keinen Gott. Das wäre dumm. Ich kann aber ohne Probleme belegen, dass der Gott der Christen nicht existiert, nicht existieren kann. Eine menschengemachte Fantasiegestalt ist. Das kann ich als Mensch wohlgemerkt. Als Atheist in meiner spezifischen Ausprägung geht das nicht. Und Klaus vom Ach-so-Kanal kapiert das nicht. Er ist einfach nicht in der Lage, das irgendwie mental zu durchdenken. Dieser ganze Blödsinn hier ist doch nur eines, und das ist blamabel. Und trotzdem wird in den Kommentaren gesagt, Mann, wie toll der ist. Das ist für mich unverständlich. Und wenn er glaubt, sein Gott habe keine Energie, so wie er dargestellt, und der kann nicht in unser Universum eingreifen, dann ist das sein persönliches Problem. Wenn er glaubt, dass aus nichts etwas entstehen kann, dann ist das sein persönliches Problem. Ich kann jetzt jeden einzelnen Punkt hier zerstören, nur hat da keiner was von. Es ist einfacher zu verlangen, irgendeine seiner Behauptungen oder Aussagen doch mal bitte zu belegen. Naja, und da ist dann schon sofort Schluss. Da gibt's nur noch Stille. Leider hat das Trauerspiel aber hier kein Ende. Es kommt noch viel dicker. Es folgen völlig absurde, ziemlich kindische und alberne Behauptungen. Natürlich ohne einen Hauch eines Belegs. Wenn man davon ausgeht, es gibt Gott nicht, und das ist ja Atheismus. So, wir erinnern uns, Wahrheit ist gleich Realität, ne? Und hier behauptet er, es gibt gar keine Realität ohne eine imaginäre Märchengestalt, die er Gott nennt. Hat er dieses Wort Gott irgendwie mal definiert? Nein, na klar, denn soweit ich weiß, gibt es für Gott keine Definition. Also ich kenne da nur Attributszuweisungen. So wie ein Auto ist gelb und laut. Das ist aber keine Definition eines selbst angetriebenen Vehikels für den Transport von Gütern und Menschen. Was dann ein Auto wäre. Ich weiß nicht, warum es für Apologeten so wahnsinnig schwer ist, logisch zu denken. Das rationale Denken und vor allem das kritische Denken, dass es kaputt ist, naja, das ist jedem Menschen ohne Götterglauben klar. Aber es sollte doch wenigstens ein bisschen freie Denkmasse übrig bleiben. Sollte. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ein Gedanke ist doch erst wahr, wenn dieser mit der Realität verglichen wird. Wenn das überhaupt geht. Es ist schon traurig, was hier passiert. Jeder Gedanke jedes Menschen einfach nur physikalische und chemische Vorgänge sind, die mit Wahrheit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Das ist genauso wahr wie das Verrosten von meinem Auto. Das sind auch nur irgendwelche physikalischen und chemischen Vorgänge. Es hat mit Wahrheit eigentlich gar nichts zu tun. Man kann eigentlich nur mitleidig lächeln. Denkt er denn überhaupt nicht nach? Er sagt, ein Gedanke ohne Gott kann nicht wahr sein. Und bringt als Beispiel für etwas, was nicht wahr sein kann, das Rosten seines Autos. Was ja wahr ist. Mann, das ist doch nur peinlich. Macht sein Gott denn irgendwelche Aussagen? Nein, alles, was wir haben, sind alte Texte. Und ein Christ hat genau dieselben Texte, wie ich ja auch. Da stehen halt irgendwelche Sachen drin, aber ihm stehen genau dieselben Texte zur Verfügung, wie mir auch. Und da steht genau das drin, was ich auch lese. Aber wenn da Blödsinn steht, kompletter Unsinn, dann registriere ich das und ordne das auch so ein. Ein Klaus vom Ach-so-Kanal, der kann das nicht. Er nimmt alles, was er als wahr irgendwie verbiegen kann und ignoriert den großen Rest.
Naja, bisher habe ich diesen Klaus hier in Ruhe gelassen. Ich bin einmal mit ihm, glaube ich, aneinander gerasselt. Da hat er halt alt ausgesehen. Aber damals hatte ich eigentlich nur Mitleid für ihn. Aber jetzt, wo er wirklich so dermaßen kränkend und beleidigend wird, Menschen dermaßen herabwürdigt, da erscheint er dann als richtig dickes Echo auf meinem Radar. Und deshalb reagiere ich entsprechend sauer. Wir haben fast 2000 Jahre Unterdrückung und Gewalt durch Christen überlebt. Jetzt muss Schluss damit sein. Ich lasse mir so eine Frechheit nicht bieten. Ende, Schluss damit, das muss aufhören. Zweitens ist, wenn es Gott nicht gibt, ist alles völlig bedeutungslos und wertlos. Ich meine, irgendwann endet das Universum dann im Kältetod. Und was macht es dann für einen Unterschied, ob du nett warst, ob du nicht nett warst? Was macht es für einen Unterschied, ob du zu einer Amöbe nett warst oder zu deinem Nachbarn? Das hier darf es nicht geben. Wie ein Mensch wohlgemerkt, so herablassend und so abwertend anderen gegenüber sein kann, ist mir schleierhaft. Ich bin doch auch nicht so arrogant zu behaupten, dass er sein Leben einer sinnlosen Märchenfigur opfert und sein Leben daher verpfuscht ist. Wenn er einen Gott als Halt braucht, der ihn durch den Tag bringt, dann ist das doch sein Problem und nicht meins. Ich kann Verantwortung übernehmen für mich. Und brauche da keinen Gott dazu. Ich kann mein Leben selber gestalten und brauche da keinen Gott dazu. Ich kann aus mir heraus als Mensch, als guter Mensch leben und brauche da keinen Gott dazu. Götter, die haben gesorgt und sorgen immer noch für Krieg und Spaltung. Anstatt in Harmonie leben wir als Feinde, verbittert. Also ich wäre nicht stolz, sondern würde mich schämen, so einen brutalen, bestialischen und despotischen Tyrannen anzubeten und zu verehren. Wie kann so ein schädlicher Gott mit seiner zerstörerischen, psychischen sowie körperlichen Gewalt bewundert werden? Ich bin entsetzt, wie hier Klaus als Christ ohne jegliche Empathie anderen gegenüber seine Märchenfigur als das einzig Wahre verteidigt. Warum ist er mit seinem Gott so intolerant? Und ich ohne Gott so tolerant, dass ich mich nicht über seinen Glauben auslasse, sondern nur empört reagiere, wenn ich so dermaßen herablassend behandelt werde. Dieser widerliche Typ ist so arrogant und so eingebildet, dass er mich als wertlos darstellt, als überflüssig, bedeutungslos. Es ist unfassbar, diese Frechheit. Wir hatten ja schon mal so einen widerlichen Typen in der Sendung, der auch so daherkam und so dermaßen beleidigend war, dass ich ausgeflippt bin. Und so dermaßen unverschämt kann ein Mensch ohne Götterglauben einfach nicht sein. Er spricht 90% der Menschheit jeglichen Wert ab, weil die ja nicht das grausame Buch genannt Bibel verehren, in der Völkermord, Sklaverei, Menschenopfer, Ausgrenzung, Frauenfeindlichkeit, Mord und Totschlag propagiert werden. Immer nur Gewalt und Dominanz. Naja, und bis dann hin zum Inzest und der Pornografie. Es ist unfassbar, wie abscheulich das ist, was er sagt. Als Mensch ist er doch auf diesem Planeten völlig falsch am Platz. Solche Leute brauchen wir doch nicht. Als Theologe ist er doch nur peinlich. Von nichts kommt nichts, aber es ist etwas. Es ist Raum, es ist Zeit, es ist Materie und die haben eine Ursache. Er sagt, er sein Gott kann alles aus dem Nichts herstellen und jetzt heißt es, von nichts kommt nichts. Ey, geht es noch? Er ist nicht nur moralisch völlig vollkommen, sondern sein Denkvermögen ist durch sein Götterglauben stark beschädigt oder sogar nicht mehr vorhanden. Und von naturwissenschaftlicher Bildung ist da überhaupt keine Spur, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Was will dieser Typ hier auf dem Planeten? Alles braucht eine Ursache außerhalb sich selbst. Echt? Mensch, Junge, denk doch mal nach, was du hier verzapfst. Es ist doch unglaublich, was der hier abliefert. Die nicht zeitgebunden ist, weil auch Zeit ja entstanden ist. Es gibt ein außerhalb der Zeit. Diese geistige Null, die erdreistet sich wirklich auch noch idiotische Behauptungen aufzustellen, die völlig außerhalb jeden rationalen Denkvorgang sind, geschweige denn belegt werden können.
diese Zerstörung des Denkvermögens, dieses Mind Control oder Gehirnwäsche, das schaffen nur Religionen. Oh Mann, nee, also mich macht sowas richtig sauer. Und gegen Ende kommen dann wieder diese kindischen Behauptungen und als Resultat nur das Eingeständnis, ich bin ignorant und dumm, daher Gott. Wer ist das doch nicht? Und dann bietet dieser Popanz, dieses Bündel an Unwissenheit, sich selbst auch noch, das gibt, er bietet sich an, Fragen zu beantworten. Der hat doch keine Ahnung von irgendetwas. Also es ist schon unfassbar, was so ein Götterglaube mit dem Gehirn eines Menschen anrichten kann. Liebe Theisten, liebe Menschen mit einem Götterglauben, bitte, bitte macht nicht so einen Mist. Wir sind doch alle Menschen, die auf diesem Planeten leben und gemeinsam leben. Ist es da wirklich nötig, dass ihr uns, die wir euren Glauben eben nicht teilen, dass ihr uns so dermaßen beschimpft? Ist es wirklich nötig, dass ihr meint, uns ständig belehren zu müssen? Ist es wirklich so, dass wir bedroht und genötigt werden müssen? Lasst uns doch in Frieden, damit wir in Frieden miteinander leben können, als Menschen.